Boah. Puh, ha. Neues Gespräch verfügbar. Oh, tolles Gespräch. Who the fuck bist du? Verschlossen. Okay. Wo zum Geier bin ich? Zelle entriegelt. Hi. Oh, du bist hier oben. Und ich habe gar nicht realisiert, dass du ein Kopf kleiner bist als ich. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich heiße Kampfrohr. Mich Schwester Anna Fran und das ist Schwester Simila. Wir sind Mitglieder der Inquisition. Aber sag, wo sind wir hier? Eine Art Gefängnis, aber ich bin mir nicht sicher, wo genau. Ich bin hier schon seit Tagen eingesperrt. Eine Frau, Fricker, so war ihr Name, glaube ich. Sie hat mich und meine Familie eingesperrt. Sie plant uns alle als Sklaven zu verkaufen. Ist ja furchtbar. Seit ich hier bin, habe ich noch niemand anderen gesehen. Alles, was ich bei mir habe, ist ein Schlüssel, den ich in diesem Loch hier gefunden habe. Ein Schlüssel? Was denkt ihr? Könnte es von Nutzen sein? Dürfen wir diesen Schlüssel sehen, von dem du redest? Natürlich, hier ist er. Es ist etwas eingraviert. Keller des Erbarmens B5F. Vielleicht passt er zu einem der Schlösser hier. Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall versuchen. Seid vorsichtig. Frickers Diebesbande treibt sich noch immer hier herum. Vielen Dank nochmal, dass ihr mich gerettet habt. Ich stehe in eurer Schuld. Ihr solltet nun mal langsam aufbrechen. Pass auf dich auf, Kampfrohr. Bitte bleibt bei mir, ich werde hier herauskommen. Die Prinzessin braucht uns. Ah, okay. Ja, wie gehen sie jetzt mal weiter nach rechts? Was denn, gucken wir, was hier sonst noch ist. What is this? Aschgraues Räucherwerk. Aschgrau. Setzt einen Energiefluss frei. Okay, jetzt frei das, I guess. Dafür bräuchte ich ein paar Gegner. Okay, wir orientieren uns erstmal links. Okay, da war der... Wow, hallo mein Freund. Könntest du bitte nicht? Danke. Oh. Die machen ein bisschen viel Schaden. Also so dezent. Uncool. Okay, die geben auch scheiße viel XP. Silbermünzen? Noch mehr heilendes Räucherwerk? Warum willst du sterben? Nope. Ich bin so zwiegespalten. Ich bin echt immer zwiegespalten bei NPCs in diesem Spiel. Weil ich schwöre, jeder NPC, den ich bisher hatte... Also von dem, was ich gedacht habe, was er macht, ist halt... Ich habe Pin vertraut, aber auf den Sack bekommen. Ich habe Devour getötet, obwohl ich mir eigentlich dachte, vielleicht muss ich die gar nicht töten.
Und wie sich später herausstellte, hätte ich sie wahrscheinlich nicht töten müssen. Okay, da ist eine Sackgasse. Komm schon. So. Nur der Weg hier. Okay, Aufzug nach oben. Ignorieren wir uns erstmal. Ich weiß nicht mal, ob die Stacheln... What the fuck is this? Seltsames Räucherwerk, okay. Ja, ihr seid definitiv Gegner. Und das macht definitiv Schaden, so wie ich mir gedacht habe. Okay. Das heißt, der einzige Weg, der jetzt noch überbleibt, ist nach oben. Was? Ach so, Fallen im Boden. Killt beide. Ich bin fast tot. Nice. Wow, stop this. Na, komm ich nicht hoch. What is this? Aufschlitzer erlernt. Springen in der Luft erneut, um einen Nahkampfangriff einzusetzen. Oh! Du kriegst nicht direkt einen Doppelsprung, du kriegst einfach das über eine Fähigkeit. Interessant. Das ist ja cool. Es ist nur die Frage, kann ich das kombon? Kann ich quasi Folgendes machen? Kann ich. Cool. Coole Sache. Und plötzlich wird das Spiel viel offener. Archiv erhalten. Es ist ein bisschen merkwürdig zu steuern. Aber man gewöhnt sich, glaube ich, relativ flott dran. Ich meine, das ist eine Trap, das ist obvious. Aber ich könnte auch einfach da direkt hochklettern. Okay. Hier. Schlüssel B2F. Okay. Okay, das ist die Tür gewesen. Was hat mich instant getötet? Au.
Ich meine, ich bin es inzwischen gewohnt, dass ich aufs Maul kriege, aber... Das war schon ein bisschen weird. Ach cool, ich muss nicht... Moment. Ich muss nicht springen, ich kann das auch im Fallen machen? Yes, I can. Ist definitiv gut zu wissen. Weil hier war nichts. Das haben wir eben festgestellt. Ich habe trotzdem Parry den Bombenschaden bekommen. Oh Gott. Ich habe halt noch überhaupt keine Ahnung, wie das Timing von denen ist. Nichts. Gott. Mein Auge juckt. Moment. Okay. What? Interessant. Okay. Das sind ziemlich free 15 XP, wenn ich ehrlich bin. Gut. Nach oben. Verschlossen? Ja. Obviously verschlossen. Auch verschlossen. Mein Gott. Ist ja Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten ich hier habe. Nicht. Verschlossen? Oh. Sieh mal einer an. Lass mich raten, das macht mir Schaden. Stinkt wie ein Boss. Ich mag die Sounds da unten gar nicht. Ich meine, die sind nicht unbedingt gefährlich, die Viecher, aber in rauen Unmengen werden die garantiert gefährlich. Und warum klingen die eigentlich wie Pokémon, wenn die schlüpfen? Okay, da komme ich nicht mal durch, okay. Das erinnert mich halt echt hart an schlüpfendes Pokémon. Also vielleicht nicht schlüpfen, aber es erinnert mich definitiv an Pokémon. Ruf, hallo. Warum ist denn hier alles tot und verderben?
abgeschlossen. Ich wusste es. Kannst du ein Schwert nehmen? Nicht? Okay. Wenn die jetzt auch verschlossen... Nee, hier kann nicht verschlossen sein. Ah. Du bist meine Enemy. Hi. Okay, du bist kein Enemy, du bist actually ein Boss. Yep. Okay. Du hättest mir ruhig dein Schwert geben können. Come on. War das jetzt so viel verlangt? Und wieder... Na... Das ist so weird. Es ist halt wieder eine Einbahnstraße. Wobei, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, lieber Einbahnstraßen als... LOL, such den Weg. LOL. Oh Gott, jetzt muss ich von unten durch das Gebiet hier durch. Das wird ja jetzt lustig. Yep. Yep. How about we are not dealing with this shit? Die Falle one-shottet mich fast. Ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, aber holy moly. Moment. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist, aber... Achso, ja. Gucken, ob der hier unten vielleicht aufpasst. Mhm. Suddenly Platformer. Wir gehen jetzt erstmal nicht darunter. Ich muss darunter. Boogie Boogie. Genau deshalb wollte ich eigentlich nicht auf diesen Schalter treten. Okay, lass uns schon mal Free XP, die nehmen wir mit. Glühendes Räucherwerk. Oh, natürlich. Arbeite mich mal langsam vor. So, jetzt kann ich auch gucken, was das Räuchermerk macht. Glühendes und seltsames. Okay, das Frühlingsbewirkt Unverwundbarkeit nach der Heilung. Ja, probieren wir uns das mal so.
Wir brutforsten uns unseren Weg hier einfach durch. Okay. Warum rolle ich erst so spät? Was erwarte ich hier? Don't do shit. Okay. So, hier geht's runter. Warum will ich eigentlich rollen? Ich kann einfach das hier machen. Bis auf den hier, der ist ein bisschen schlimmer, okay. Warum habe ich da. Was bist du? Die Statue einer weiblichen Figur. Am Sockel der Statue sind 4 Fassungen zu sehen. 1, 3, 3, 7. Okay. Auch eine Zahlenkombination. Interessant. Zahlenkombination. Folgende Person wurde aus der Sekretärin des Akademiums beschuldigt gesprochen im Rahmen des Montags. Och du Scheiße. Leuchtendes Räucherwerk, okay. Jetzt tut nichts mehr weh. Da komme ich nicht mal hin. Zwei Silbermünzen. Natürlich ist es ein Mob. Kannst du auch auf nichts vertrauen. Okay, das führt mich quasi wieder nach hier. Ich glaube, ich muss hoch, ja. Ja, wir wollen nach oben. Musste zwar jetzt 2-3 Mal hingucken. Aber ja, ich will definitiv hoch. Hier komme ich rechts nicht weiter, weil ich rechts die Zahlenkombo brauche. Wo ich keinen Plan habe. Wieso? Oder wo die herkommt oder wie? Wir haben noch nicht versucht, hier durchzugehen. Noch mehr Traps. Okay. Also, in die Dinger reinspringen macht auch Schaden. Gut zu wissen. Okay, der Raum ist ein bisschen größer, hä? Oh toll, die explodieren in Gift. Aha. Was auch sonst. Suppenkelle. Warum habe ich eine Suppenkelle? Was? Okay. Halt von Vergiftungen.
Ich bin halt gerade mindblown über die Suppenkelle, weil ich keine Ahnung habe, wofür ich eine Suppenkelle brauche. Aber hey, wir haben eine Suppenkelle. (1909) Das ist für den Raum unter mir. 1909. Also das heißt, ich will so runter zur Statue. Oh Gott, ich... Okay. Ich habe keine Suppenkelle, aber ich bin auf der Ebene mit der Statue, da ich jetzt die Zahlenkombo weiß. Außer die ändert sich von Safe zu Safe. Aber das wäre ziemlich... crazy. Also glaube ich nicht. So, let's see. Müsste ja quasi immer noch 1909 sein. Ich sehe es kommen, die ist jetzt per safe. Okay. Okay, sie ist nicht per safe, sie ist allgemein. Jetzt kommt der Punkt, wo ich die Suppenkelle brauche, die ich natürlich jetzt nicht habe, weil ich dezent gecheatet habe. Wenn man es so sehen möchte. Wir bleiben mal hier oben. So lustig, dass da unten auch klingt. Okay, es ist egal, wo ich... Hi. Ja, ja. Calm down. Die Bitch hat ein Schild. Ich meine, ich wüsste schon gern, was über mir ist. Ich finde es gut, dass ich die durch die Wand treffen kann. Crazy, wie groß die Hitbox ist. Verschlossen, benötigt Suppenkelle. Wait, what? Das wäre zu lustig gewesen. Wait. Wo bin ich? Ist die Tür unten rechts. Ach so, ja, nee. Ist okay. Ich war für eine Sekunde verwirrt. Das bringt mich nach hier. Ach so, cool. Natürlich fährt der Aufzug wieder nach oben. Aber es ist gut zu wissen, dass wenn du einen Raum verlässt, Aufzüge ihre Position resetten. Thank you.
Man könnte jetzt behaupten, dass Bomben ein bisschen sehr viel Schaden machen, ne? Aber hey. Ich muss quasi jetzt... Ich kann da lang, ich will aber eigentlich was ganz anderes. Ich habe mehr als genug Räucherwerk, um hier einfach mal eben durchzulaufen.